NXGN in Englands Top-Teams sind die Einsatzchancen für junge Spieler gering. Viele Talente zeigen erst einmal vielversprechende Ansätze, doch dann geraten sie in Vergessenheit. Andere bringen sich durch falsch durchdachte Ausleihgeschäfte ins Hintertreffen oder schaffen nicht den großen Sprung vom Jugend- in den Seniorenfußball. Insgesamt geht für die Spitzenmannschaften viel Potenzial verloren, weil es einfach nicht richtig abgerufen wird. NXGN 2018, die 50 besten Teenager der Welt. Chelseas Ansatz, fast alle Talente ständig auszuleihen, hat in der Fußballwelt in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen gesorgt. 39 Spieler sind aktuell von den Blues verliehen worden, nach England, Holland, Brasilien oder Italien. Die Leistungen eines dieser Spieler geben jedoch Anlass zur Hoffnung, dass er sich im Konzept von Chelsea-Coach Maurizio Sarri, das viele Sarri-Ball nennen, richtig wohlfühlen würde. Mason Mount wurde in der vergangenen Saison mit nur 19 Jahren bei seinem Leihclub Vitesse Arnhem zum Spieler des Jahres gewählt. In der aktuellen Saison macht der nun unter Chelsea-Legende Frank Lampard bei Derby County den nächsten Schritt. Sein Team liegt in der Championship nach einem starken Saisonstart nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer Leeds United. Mount begann die Saison mit einem Kopfball-Siegtreffer gegen Reading am ersten Spieltag und etablierte sich danach in der Kreativzentrale der Rams als Stammspieler. In seinen ersten 9 Ligaspielen hat der Teenager 2,3 entscheidende Pässe pro Spiel geliefert und 3,3 Mal auf das gegnerische Tor geschossen. Seine Vielseitigkeit sollte nun nach den Worten seines berühmten Trainers das Interesse zahlreicher anderer, größerer Clubs wecken. Er kann richtig gut werden, das Top-Niveau erreichen, denn er ist erst 19 und hat Qualität, technisch gesehen ist er brillant, aber er arbeitet auch hart, sagte Lampard Sky Sports. Er schiebt so schnell aus dem Mittelfeld nach vorne, um den Gegner zu pressen, egal ob Abwehrspieler oder den gegnerischen Sechser. Er ist ein Allround-Mittelfeldspieler, ergänzte Lampard. Man sollte ihn nie als Zehner sehen, denn er kann viel mehr. Aber er macht halt Tore wie ein Zehner. Irgendwann wird er zu Chelsea zurückkehren. Daran möchte ich jetzt noch gar nicht denken, aber wenn es soweit ist, wird er ein Anwärter auf einen Stammplatz sein, war sich Lampard sicher. Von vielen wird Mount schon als sicherer Kandidat für Englands Nationalteam gesehen. Er durfte vor der WM 2018 bereits mit dem Kader von Trainer Gareth Southgate trainieren, nachdem er bei Vitesse einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hatte. Bei seinem Debüt für England zu 2:1 gelang ihm sofort ein Tor, insgesamt war er bislang 36 Mal für England zu Nationalmannschaften im Einsatz. Das Highlight seiner Zeit in den Juniorenteams war dabei zweifellos der Gewinn der U19-EM im vergangenen Jahr. Mount kann noch viel erreichen, und der erste Schritt für ihn ist es, einen Platz im Chelsea-Kader zu erobern, in dem aktuell mit Ethan Ampadu und Callum Hudson-Odoi bereits 2 Youngster stehen. Diese Saison wird hart für mich. Ich muss viele Spiele machen und will mich nur auf den Augenblick konzentrieren, sagte Mount dem Telegraph. Aber Chelsea ist mein Hauptziel. Ich will bei ihnen in der ersten Mannschaft spielen, fügte er hinzu. Frank Lampard war bislang toll. Er hat mit mir viel gesprochen, vor meiner Unterschrift und auch danach. Ich rede oft mit ihm. Und als offensiver Mittelfeldspieler könnte ich manche Dinge von keinem Besseren lernen als von ihm. Ich gehe immer ins Spiel und will eine Vorlage liefern oder ein Tor machen. Ich möchte spielen meinen Stempel aufdrücken, sagte Mount. Hol dir jetzt die Goal-App für dein Samsung-Endgerät. Mit ihren zahlreichen Daten in Echtzeit ist Goal die ultimative App für alle Fans.